Das Blaue Kreuz gibt es in Deutschland seit über 130 Jahren. Wir helfen Suchtkranken und Angehörigen, einen Weg aus der Sucht zu finden. Darüber hinaus machen wir uns stark für die Suchtprävention. Die Grundlage für diese Arbeit ist unser christlicher Glaube. Das Blaue Kreuz teilt sich in zwei große Bereiche auf: den Ehrenamtlichen, der nach dem Konzept der Selbsthilfe arbeitet, und den Hauptamtlichen mit seinen Beratungsstellen, Kliniken, verschiedenen Wohnformen und Präventionsprojekten. Die enge Vernetzung dieser beiden Arbeitsbereiche ist unsere besondere Stärke. Zum Blaues Kreuz in Deutschland e.V. gehören zurzeit 5.500 Mitglieder, rund 2.000 Freunde und Förderer sowie rund 20.000 Gruppenbesucher. Diese treffen sich an mehr als 400 Orten in Vereinen und Begegnungsgruppen. Die Ortsvereine und selbstständigen Begegnungsgruppen gestalten die Selbsthilfearbeit vor Ort. Viele, die unsere Gruppen besuchen, entscheiden sich dafür, Mitglied oder Freund im Blauen Kreuz zu werden. Mitglieder haben ein Wahlrecht und können selbst in Gremien hineingewählt werden. Außerdem verpflichten sie sich zur Alkoholabstinenz. Ortsvereine und Begegnungsgruppen gehören zu einem von insgesamt 16 Landesverbänden, der diese miteinander vernetzt. Der Landesverband organisiert überregionale Veranstaltungen. Dazu gehören Weiterbildungen, Tagesseminare und die jährlich stattfindende Vorstände- und Mitarbeiterkonferenz, auch VMK genannt. Die Vernetzung von Landes- und Bundesverband erfolgt in dieser wichtigen Tagung. Zum Bundesverband gehören die Bundesversammlung, der Bundesvorstand und die Bundesgeschäftsführung. Die Bundesversammlung ist das höchste Gremium. Dort entscheiden Delegierte aus allen Landesverbänden über die Arbeit und Ausrichtung des Blauen Kreuzes. Sie wählt außerdem den Bundesvorstand, der die Bundesgeschäftsführung beruft. Diese verantwortet das operative Geschäft der gesamten Arbeit, zum Beispiel die Finanzen, das Vereinsrecht und die Personalverwaltung. Hauptamtliche Referenten unterstützen die Ehrenamtlichen im gesamten Bundesgebiet. Dazu engagieren sich hauptamtliche Mitarbeiter in Präventionsprojekten. Zum Blauen Kreuz gehört neben dem Verein auch das Blaukreuz Diakoniewerk als mildtätige GmbH, zu der verschiedene stationäre und ambulante Angebote gehören. Alle zusammen wirken wir in die Gesellschaft hinein, um zu einem breiteren Verständnis von Gesundheit und Lebensqualität beizutragen. Gemeinsam, befreit, leben lernen.